Hallo liebe Freunde, ein herzliches Willkommen aus Taschkent, aus dem sonnigen Taschkent. Mein Name ist Sven und ich möchte euch alle herzlich begrüßen und für euer Interesse möchte ich mich gerne bedanken. Ich begrüße vor allen Dingen ganz herzlich die neuen Abonnenten, alle Zuseher, alle Interessierten, alle Endspur-Liebhaber, alle Modellbahner. Ich kann euch zurzeit interessante Bilder aus Taschkent bzw. aus Usbekistan, wo ich mich hier aufhalte, nicht so ohne weiteres zeigen, weil hier herrschen natürlich bestimmte Beschränkungen aufgrund der bekannten Krise, also zum Beispiel ein Ausgehverbot. Also ohne triftigen Grund soll man nicht auf die Straße gehen. Und daran möchte ich mich natürlich auch halten, beziehungsweise möchte ich mich in der Öffentlichkeit nicht so gern mit der Kamera zeigen. Ich stehe heute hier deswegen vor einem Gebäude, das man so der Rubrik Lost Places zuordnen könnte. Dieses Gebäude, es handelt sich dabei um das ehemalige Transportministerium der usbekischen SSR in der Sowjetunion und aber auch danach fungierte es in gleicher Funktion, also nach der Unabhängigkeit, bis weit in die 90er Jahre hinein als eine derartige Behörde. Es liegt heutzutage auf dem Gebiet der Deutschen Botschaft und ist eigentlich seit der Aufgabe in den 90er Jahren ein verlassener Platz, weil die Herrichtung dieses Gebäudes wäre also völlig unwirtschaftlich gewesen. Von daher wurde es, glaube ich, nur noch als Lagergebäude genutzt. Und da stehe ich jetzt davor. Also ein Gebäude aus der Sowjetzeit, das ich jetzt nochmal genau inspizieren möchte, weil es wird dieses Jahr aufgrund von Neubaumaßnahmen abgerissen. Ja, hier wurde bereits alles weitgehend geräumt. Das Gebäude ist also leer. Es ist eigentlich im Prinzip ein einstöckiges Gebäude, bis auf diesen kleinen Aufsatz hier im Eingangsbereich. Ja, und eigentlich nichts weiter Besonderes. Verlassene Räume. Was man hier noch im Hintergrund sieht, sind so Weihnachtsmarktbuden, die gebaut wurden, um dann beim Weihnachtsfest der Deutschen Botschaft im Dezember immer in Aktion zu treten. Das war natürlich eine sehr beliebte Sache. Eigentlich gibt es hier noch überwiegend nur noch Gerümpel. Ja, ist alles kaputt und verlassen. Hinter Ausgang, da befindet sich auch noch mal so ein kurioses Gebäude. Das ist einfach, glaube ich, die ehemalige Toilette dieses Transportministeriums. Ja, wird alles abgerissen. Ja, liebe Freunde, neulich unter eines meiner Videos schrieb mir jemand als Kommentar, was sind denn das da für französische Schnellzugwagen, die man da im Abstellbahnhof im Hintergrund sieht. Das sind sehr interessante französische Schnellzugwagen, die ich euch auch gerne zeige. Und der Anlass ist, dass ich vor einigen Wochen schon, als noch Normalzeiten herrschen, aus Deutschland eine vorbestellte Minitrix-Neuheit von Ende 2019 erhielt, und zwar die SNCF elektrische Schnellzuglokomotive BB 22200. Genau, die Experten unter euch wissen sofort anhand der Baureihenbezeichnung, es ist eine Mehrsystemlok. Was das genau ist bei der SNCF, sage ich mal später.
Jo, und diese Lok kam an. Da muss man übrigens mal sagen, wie man heutzutage schon eingestellt ist, beziehungsweise vielleicht bin ich auch nur so verpeilt, weil die Lok kam an, ich wollte sie ausprobieren, da fiel mir ein, die hat ja gar keinen Decoder. Es ist tatsächlich eine ganz normale, wird ganz normal analog ausgeliefert. Und man muss selbst einen Digital-Decoder einbauen, was ja kein Problem ist. Man muss nur dran denken. Ja, also ich war nur noch gewöhnt, dass man alles per Sound und digitalisiert bestellen kann. Nein, es gibt noch ganz normale analoge Modelle. So, die BB22200 hat jetzt auch den passenden Decoder bekommen. Den habe ich dann eben nachbestellt. Das ist ein MTC14-Schnittstellen-Decoder, also einen, den man also einfach so reinklippt. Und jetzt steht sie auf dem Gleis und hat kein Geräusch. Ist auch für mich völlig ungewöhnlich jetzt, aber ich kaufe mir auch gerne geräuschlose Modelle, wenn es sein muss. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Lok steht jetzt da und ist ein toller Anlass, euch mal diese ominösen französischen Schnellzugwagen zu zeigen. Die sind nämlich auch super interessant. Es sind einmal diese vier hier von REE Modell. Und zwar sind das alles vier Wagen des Typs DEVAO. Das war eine totale Sensation, als die rauskamen vor 3 Jahren, 2017. Ich habe sie dann auch gleich bestellt, weil ich in Frankreich auch viel mit denen in den 80er Jahren unterwegs war. Und das waren die ersten richtig guten Modelle des DEVAO. Und der andere in der Zuggarnitur ist ein Wagen, der letztes Jahr erst rauskam, 2019, und zwar ein UICY-Wagen der SNCF. Sozusagen der Nachfolger von den DEVAO in der Wirklichkeit. Und mit diesen UICY-Wagen der SNCF, das war auch ziemlich lustig, weil die wurden angekündigt, ich glaube, es ist schon 3 Jahre her, und zwar gleichzeitig als Konkurrenten, ja, also nicht gemeinsam, sondern Konkurrenzentwicklungen der Firma REE Modell, eben der französischen Firma, und von Minitrix. Und Minitrix hatte die rausgebracht, weil sie den französischen Schnellzug oder TEE Le Capitole in seiner Version der 60er Jahre mal zeigen wollten. Und zwar war vorgespannt damals die berühmte Jacquemin, die BB 9000er Reihe. In dieser knalligen Bemalung rot-weiß, ja, und die ist angekündigt als Geräuschmodell, Neuentwicklung. Und dazu sollten eben die UICY-Wagen in Le Capitole-Bemalung rauskommen. Und so habe ich mich auch entschieden. Ich habe natürlich den Le Capitole bestellt, weil ich auch mal in Toulouse, wo der Le Capitole hinfuhr, habe ich euch schon erzählt, gewohnt habe. Und von REE habe ich mir erstmal nur einen in normaler Bemalung, also in der Bemalung von Epoche 4, Epoche 5, Vert-Gris, Grün-Grau bestellt. Und den gucken wir uns jetzt gleich mal an. Der ist in diesem Zugverband drin und von Weitem sieht man erstmal nur Grün-Grau, und die Unterschiede zwischen DEVAO und UICY sehen wir dann gleich im Detail. Ja, viel Spaß dann. So, und da steht das Thema meines heutigen Tages, nämlich da hinten die französischen SNCF-Wagen. Und davor ist die Arnold CC 7200 der SNCF, die Arnold rausgebracht hat 2015. Ich habe die Sound-Variante. Ihr werdet gleich sehen, die Lok ist etwas speziell im Sound. Ich weiß nicht, ob das richtig so ist. Die war unter anderem in Frankreich im Einsatz auf den nicht elektrifizierten Langstrecken oder teilweise nicht elektrifizierten Langstrecken, zum Beispiel zwischen Quimper und Toulouse. Aber lasst euch mal überraschen, die sind sehr speziell im Sound. Ich mache sie jetzt mal an. Ist jetzt noch alles ganz normal, ne? Also, auf wie geht's? Ach, was ihr noch vergessen habt zu sagen, sie hat Kontaktschwierigkeiten, ganz erheblich bei mir. Und sie kuppelt ab. Also, Freunde, von der Arnold CC 7200 würde ich die Finger lassen. Keine Kaufempfehlung. Nicht wegen dieses schrecklichen Pfeifens, das ist ja vielleicht sogar richtig,
sondern die Lok hat totale Kontaktprobleme. Die Stromaufnahme ist miserabel. Ja, ich wollte noch vorstellen die neuen UIC-Y-Waggons der SNCF, die jetzt vor ein paar Monaten rausgekommen sind. Und ja, was gibt es für einen besseren Hintergrund als Paris? Jetzt im August. Ziemlich besucht von Touristen, aber trotzdem schön wie immer. Ja, diese Wagen sind wie üblich ganz hervorragend. Ich verwende sie zusammen mit den DEV-Wagen, ebenfalls von RE-Modells. Und gucken wir uns mal an, ob die zusammen harmonieren. Ja, hier steht sie nun, meine Minitrix BB 22070. Das heißt, es ist eine Lokomotive der ersten Bauserie, die von 1976 bis 1980 gebaut wurden. Dann gab es nochmal eine zweite Bauserie, die wurde dann von 1980 bis 1984 gebaut. Es ist eine Lok hier typisch im Beton-Plaque-Look, also im Epoche 4-Look der 80er Jahre. Un Beton, wie die Franzosen sagen. Ja, es ist eine Mehrsystem-Lok, das sieht man schon an der Bauartbezeichnung. Sie konnte sowohl im französischen 1,5 kV Gleichstromnetz als auch im französischen Wechselstromnetz mit 25 kV 50 Hertz fahren. Und es ist, und deswegen habe ich hier mal benachbart dazugestellt, die Diesel-Lok 7200. Es ist eine typische Vertreterin des Designs von Paul Arsens und der hat eben diese typische Form der gebrochenen Nasen kreiert. Die sieht man hier sehr gut an der Diesel-Lok, an der dieselelektrischen Lok, als auch hier an meiner neuen Mehrsystem-Lok. Diese gebrochenen Nasen, Nekassé, ja, inspiriert wurde das ganze Design von einem Sprinter, also geknickte. Ich fand es sehr interessant, das hob die französischen Loks von allen anderen in Europa ab und ich fand es wirklich eine tolle Sache. Mir gefiel das Design immer sehr gut. Ja, und die Minitrix 22270 Mehrsystem-Lokomotive ist im Internet nicht ganz unumstritten in den Foren. Die Experten sagen nämlich, sie sei ein kleines Pummelchen. Sie ist also etwas zu breit geraten. Die Form ist auch schon ein bisschen älter bei Minitrix. Deswegen raten viele Hobbykollegen zur Fleischmann-Version. Mir ist es egal und ich finde die Minitrix-Technik meistens ein bisschen zuverlässiger. Das ist also meine persönliche Erfahrung oder Meinung. Sie ist, wie gesagt, wird ganz normal analog ausgeliefert und muss dann nachgerüstet werden mit einem TC14-Decoder. Und sie hat von eingebaut eigentlich nur ein Spitzensignal, Schlusssignalwechsel. Das Schlusssignal geht dann auch immer. So, und jetzt mal zu den Schnellzugwagen. Da haben wir direkt hinter der Lok gleich den zweiter Klassevertreter des DEVAO von REE-Modell. Dahinter folgt dann der erste Klassewagen DEVAO. Dann kommt der ganz neue UICY-Wagen, zweiter Klasse Ausführung. Dann kommt nochmal ein DEVAO zweiter Klasse. Und dahinter, ganz interessant, kommt ein DEVAO erster Klasse, der deklassiert wurde, also jetzt als zweiter Klasse Wagen läuft. Ja, DEVAO. DEV heißt erstmal Division d'études des voitures. Die haben nach dem Krieg eben ab 1946 diese Wagen konzipiert, die DEV-Wagen. Und ich dachte immer, AO heißt irgendwas mit erster Klasse, also A, erster Klasse. Nein, AO heißt einfach Acier Ordinaire, also Normalstahlwagen. Diese DEV-Wagen gab es nämlich nochmal mit gesickten Aluseitenwänden, also so wie die Mistralwagen. Und diese DEV Inox heißen die dann, DEV Inox Wagen, die sind angekündigt von Arnold dieses Jahr, 2020. Mal gucken, wann die dann tatsächlich rauskommen.
Die sind auf jeden Fall auch super interessant. Die DEVAO, die wurden also gebaut bis in die 50er Jahre und danach kamen dann die UIC-Y-Wagen nach UIC-Standard und UIC heißt eben auch Union Internationale de Chemin de Fer, also internationale Eisenbahnvereinigung. Hier nach den UIC-Y-Wagen kamen dann eben die berühmten Korai-Wagen. Und die Korai-Wagen, die gibt es schon etwas länger, zum Glück. Nämlich hier von Pico. Pico hat die schon vor einigen Jahren rausgebracht und es sind ganz fantastische Wagen. Wirklich super. Die typischen Korai-Wagen, wie sie in Frankreich ab Ende der 70er Jahre dann überall liefen. Und hier meine DVAOs, die liefen dann nur noch so, wollen wir sagen, auf untergeordneten Schnellzugstrecken. Ich bin mit denen noch gefahren in Frankreich in den 70er Jahren, zum Beispiel von Bordeaux nach La Rochelle. Da liefen solche Wagen. Oder Ende der 70er, glaube ich, bin ich nochmal in so einem DVAO, in grün sogar war der noch, von Couillur an der Mittelmeerküste nach Toulouse gefahren. Ja, bei den DVAO, was wirklich richtig Mist ist, ist hier die Kupplungsaufnahme, die Kulisse. Die ist äußerst empfindlich. Also ich habe da keine Gewalt angewendet, gar nichts. Die sind nur mal auf den Weichen entgleist. Und schon hat sich hier diese eine Kupplungskulisse verabschiedet. Die ist jetzt also, baumelt da jetzt lose rum. Das heißt, ich muss den Wagen aufmachen und das Ding reparieren, was glaube ich ziemlich kompliziert ist. Und dann kennt man das Prinzip ja von anderen Wagen, dann verabschieden sich kleine Federn oder irgendwelche Drähte. Die Kupplung regulieren, die verabschieden sich dann auf Nimmerwiedersehen irgendwo, wenn die wegspringen. Also das fand ich richtig Mist. Also bei so einem Neuwagen, dass die Kupplung gleich kaputt geht, also das ist bei, finde ich nicht gut von REE Modell. Ja, ich kann den jetzt also erstmal einstweilen, nur hinten anhängen. Und ich werde jetzt mal ein paar Runden drehen und vielleicht lasse ich euch dann mal teilhaben. Ihr sollt ja auch euren Spaß haben, wenn dann irgendwo Wagen im Tunnel stecken bleiben und verschwinden. Tja Leute, ich habe die Anlage zwar gründlich gereinigt neulich, aber auch selbst hier meine neue BB 22.000 hat irgendwie Kontaktprobleme. Da wird es wahrscheinlich Zeit, dass ich mal meinen neuen Lux-Staubsaugerwagen in den Einsatz bringe. Nachdem ich mit dem Tomix-Wagen nicht zufrieden war, habe ich mir nämlich die geholt. Na, jetzt schafft er ja eine Runde hier. Gott sei Dank. Ohne Entkupplung, siehe da. So, mit Kontaktproblemen. Ja, und zur 7000, zur CC 7200 von Arnold gibt es die üblichen Soundfunktionen natürlich noch dazu. Zeige ich euch jetzt nicht alle, Schlusslicht und sowas lässt sich alles schalten, alles super, wie gewohnt. Wie gesagt, Motorgeräusch etwas gewöhnungsbedürftig. Um nicht Ärger mit irgendwelchen Mitbewohnern zu kriegen, sollte man das vielleicht die Lautstärke etwas dimmen. Gut, dann können wir ja losfahren. Ja, in solchen Schnellzügen war ich dann in Frankreich unterwegs, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Also wenn ich zwischen Paris und Toulouse unterwegs war, waren das diese Korai-Wagen beziehungsweise die eben gezeigten UICY bzw. DVAO-Wagen. In dem tollen Capitol, Le Capitol bin ich nie gefahren, der war viel zu teuer. Den zeige ich euch hoffentlich dieses Jahr noch, wenn die Le Capitol-Wagen der 60er Jahre endlich rauskommen. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gut gefallen.
Ich stehe jetzt hier vor einer Tankstelle, die wurde zusammen mit diesem Transportministerium vererbt und stammt natürlich auch noch aus Sowjetzeiten. Ich hoffe, dass ich euch demnächst mal wieder ein paar interessante Neuheiten, also aktuellere Neuheiten zeigen kann. Zurzeit kann ich mir ja aufgrund der bekannten Krise nichts zuschicken lassen. Ich hoffe, das ändert sich dann wieder nächsten Monat, aber es gibt wichtigere Sachen. Zum Beispiel, dass alle gesund bleiben. Das möchte ich euch herzlich wünschen und bis demnächst. Tschüss.